Ja, meine Damen und Herren, das wird etwas schwierig, weil ich eine Erkältung habe, die einfach nicht weggeht, aber ich werde es mal versuchen. Die heutige Veranstaltung ist der Avantgarde im westdeutschen Film der Ära Adenauer gewidmet. Gemeinhin besteht die Vorstellung, dass es im Kino der Bundesrepublik zu jener Zeit keine oder jedenfalls keine nennenswerte Avantgarde gegeben habe. Diese Anschauung ist sicher auch in dem Umstand begründet, dass im Kino jener Epoche tatsächlich keine avantgardistische Bewegung vorhanden war, wie es ja zu den Hochzeiten der filmischen Avantgarde der Fall war. Man denke an die 20er und 30er Jahre, als von der Sowjetunion über Deutschland bis nach Frankreich und in die Niederlande ein Bewusstsein der Zusammengehörigkeit die avantgardistischen Filmemacher einte. Oder an das New American Cinema der 60er und 70er Jahre und seine Ausstrahlung in diverse europäische Länder und nach Japan. Die filmische Avantgarde in Westdeutschland der 50er Jahre war dagegen eine Sache von wenigen Einzelkämpfern. Zu nennen wären hier etwa Franz Schöms, Herbert Seckelke, einige Industriefilme, insbesondere die von Ferdinand Kittel, welcher deutlich in der Tradition des symphonischen Films Ruttmannscher Prägung steht, und drei programmfüllende Filme. Nicht mehr fliehen, 1955 von Herbert Wesely, gewissermaßen die Inkunabel des bundesdeutschen Avantgarde-Films, dann der von H.C. Opfermann und Walter Koch konzipierte Maya, 1957, welcher hier im nächsten Monat zu sehen sein wird, und schließlich Jonas von Ottomar Domnig. Ein zweiter Grund dafür, dass die filmische Avantgarde der frühen Bundesrepublik so sehr in Vergessenheit geraten ist, dürfte darin bestehen, dass es sich damals schon weitgehend um die Avantgarde von gestern handelte. Das heißt, sie knüpft in ihrer Formsprache an die der 20er und 30er Jahre an. Es ist natürlich nichts Schlechtes oder Falsches daran, an große Traditionen und Errungenschaften des Kinos der Vergangenheit anzuschließen. Ganz im Gegenteil. Sieht man heutige deutsche, und natürlich keineswegs nur deutsche, audiovisuelle Ergüsse, so wünscht man sich oft sehnlichst, die Macher hätten wenigstens einige große Filme der Vergangenheit gesehen. Oder, falls sie doch ein paar gesehen haben sollten, sie hätten sie nicht mit toten Augen angeschaut, sondern die lebendige Erfahrung dieser Filme wäre durch sie hindurchgegangen. Allerdings bestand das Zurückgreifen auf die Tradition für die Avantgarde der 50er Jahre oft in Repetitionen oder Variationen bereits vorgegebener Muster, womit jede Avantgarde sich quasi automatisch in eine unauflösliche Aporie begibt. Und allzu häufig griff sie dabei auf eine bloß symbolisch-metaphorische Formsprache zurück. Die ausschließlich allegorische Anlage hat in der Verbindung mit einer dem existenzialistischen Zeitgeist verhafteten Ausdruckshaltung einen Film wie Nicht mehr fliehen stärker altern lassen als wohl jeden bundesdeutschen Heimat- oder Kriminalfilm jener Epoche. Ich sagte, die filmische Avantgarde im bundesdeutschen Kino der 50er Jahre sei eine Sache von wenigen Einzelkämpfern gewesen. Ein solcher Einzelkämpfer par excellence war Ottomar Domnig, der Schöpfer von Jonas. Domnig, geboren 1907, von Beruf Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, hatte nach 1945 eine private Klinik in Stuttgart aufgebaut. Schon kurz nach dem Krieg begann er auch, sich als Mäzen und Sammler für moderne Kunst hervorzutun. So schrieb und verlegte er zum Beispiel die erste deutschsprachige Monographie über Hans Hartung. Und zu seinem Freundeskreis gehörte etwa der Maler Willy Baumeister, ebenso wie der Philosoph Max Bense. Aus diesem Zusammenhang heraus entstanden auch zwei Kurzfilme, die er selber produzierte: Neue Kunst, neue Szenen aus dem Jahre 1950 und ein halbstündiger Film über Willy Baumeister von 1954. Womit er das alles finanzierte, weiß ich nicht. Ich vermute, dass er es früh schaffte, sich als Arzt auf die Krankheiten der Reichen zu spezialisieren.
Bei seiner Filmarbeit mag ihm sein jüngerer Bruder Hans Domnick Tipps gegeben haben, der spätere Produzent von Traumstraße der Welt, welcher seit den frühen 50er Jahren beim Film arbeitete. Jedenfalls fühlte sich Domnick nach diesen zwei Filmen bereit, seine Auffassung von Filmkunst in einem langen Film zu demonstrieren, welchen er in 1,5-jähriger Arbeit vorbereitete und bis zur Fertigstellung führte. Als Produzent, Drehbuchautor, Regisseur und Mitarbeiter am Schnitt. Alles in einer Person. Eben jenen Jonas, den Sie heute Abend sehen werden. Der Film entstand als Außenseiterproduktion, völlig abseits der Filmindustrie. Und ganz ohne Atelier, wurde also komplett on location gedreht. Und zwar in Stuttgart. Ein Vorteil dieser Arbeitsweise, ganz ohne kommerziellen Druck, war natürlich, dass niemand im Auto hineinreden konnte. Die vier Schauspieler, allen voran Robert Graf, welcher damals an den Münchner Kammerspielen engagiert war, standen zum ersten Mal vor einer Filmkamera. Außer ihnen sind nur Laien und Passanten zu sehen. Das könnte man übrigens heute nicht mehr machen. Jeder zufällig Gefilmte müsste sofort sein Einverständnis per Unterschrift quittieren. Domnick war überdies so klug, für wichtige Funktionen künstlerisch progressive und fähige Mitarbeiter zu engagieren. Für die Kommentartexte, der Film weist nur eine einzige Dialogstelle auf, Hans Magnus Enzensberger. Für die Musik mit, soweit ich mich erinnere, dodekaphonischen und elektronischen Anteilen, Winfried Zillig. Außerdem wird noch ein Stück von Duke Ellington verwendet. Und für die Kamera Andor von Barsi. Das war ein aus Ungarn stammender Kameramann sowie Avantgarde- und Dokumentarfilmregisseur. Sein bekanntester Film ist heute der in Rotterdam gedrehte Hochstrat aus dem Jahre 1929. Eine bemerkenswerte Etüde im Stil der Stadtsinfonien. Andor von Barsi war später auch einer der Kameraleute von Leni Riefenstahls Olympia. Er stellte also eine direkte Verbindung zur Vorkriegsavantgarde her und brachte deren Erfahrungen in Jonas ein. Tatsächlich bildet gerade seine Kameraarbeit, changierend zwischen realistischer Beobachtung und abstrahierendem, verallgemeinerndem Gestus, ein wesentliches Gestaltungselement des Films. Ottomar Domnick hat ihn auch 1960 für seinen zweiten langen Film Gino als Kameramann engagiert, bevor er dann ab seinem dritten die Kamera selbst übernahm. Mit eigenem 35mm Equipment übrigens und in einem ähnlichen Stil. In einem Einführungstext schrieb Domnick 1957 selbst zu seinem Film, und ich zitiere: Ich habe diesen Film gemacht, ohne dabei eine Sekunde an das Publikum zu denken. Ich habe diesen Film gemacht, trotzdem mir alle davon abrieten. Ich habe ihn gemacht, weil ich ihn machen musste. Er ist ganz gegen die Regel gedreht. Ohne Star, ohne Atelier, ohne Verleih. Zuerst nur das Thema, der vereinsamte Mensch in der Großstadt. Dann die Sache mit dem Hut. Und dann die Musikplatte Duke Ellingtons. So ging ich aufmerksam durch die Stadt und fand Objekte, Bilder, Ausschnitte. Um dem Kameramann klarzumachen, was mir vorschwebte, sammelte ich Fotos. Ende des Zitats. Die strengen, oft geradezu grafisch wirkenden Bildkompositionen gehen also schon auf Domnick zurück. Er verwendet sie im Verlaufe des Films immer mehr als symbolisch überhöhte Chiffren, die auf Verallgemeinerung zielen. Der Name des Titelhelden verweist natürlich auf den biblischen Propheten gleichen Namens. Für die weniger bibelfesten unter Ihnen, das ist der Prophet, den Gott nach Nineve schickt, damit er dort predige, der sich aber diesem Auftrag entzieht und nach Tarsis sich einschifft und der schließlich im Bauch eines großen Fisches landet. Davon berichtet eines der kürzesten, nur 4 Kapitel umfassenden Bücher des Alten Testaments, das Buch Jona. Der Jonas aus Domnicks Film befindet sich nicht im Schlund eines Riesenfisches, sondern im Schlund der Großstadt von heute, zu deren Zeichen die Straßen und modernen Bauten Stuttgarts, der Fernsehturm zum Beispiel, hier gerinnen.
aber er fühlt sich dort genauso einsam und verloren. Es ist eine geradezu existenzielle Einsamkeit, unter der er leidet. Und ganz antithetisch übrigens zum Motto, das Edgar Allan Poe, der literarische Entdecker der modernen Großstadt, seiner Erzählung The Man of the Crowd voranstellte, ce grand malheur de ne pouvoir être seul. Die Handlung ist minimal und wenn ich sie ausnahmsweise einmal parodistisch zusammenfassen darf, so könnte ich sagen, ein Mann kauft einen Hut und findet sich selbst. Tatsächlich wird die Hutmetapher im Verlauf des Films geradezu totgeritten. Ich möchte aber doch betonen, dass sie zur Entstehungszeit von Jonas keineswegs nur so artifiziell war, wie sie vielleicht heute manchem Jüngeren erscheinen mag, sondern in der Alltagsrealität fundiert. Wenn Sie sich Fotos von Open-Air-Versammlungen und Straßenszenen aus den 20er und 30er Jahren ansehen, so werden Sie feststellen, dass die Männer fast ausnahmslos einen Hut tragen oder, wenn sie Arbeiter sind, eine Mütze. Noch in den 50er Jahren durften mindestens 3/4 der Männer, wenn sie ausgingen, einen Hut aufgesetzt haben. Jonas soll um die 350.000 D-Mark gekostet haben. Das war damals eine Menge Geld. Um es gleich vorwegzunehmen, er hat mehr als diese Kosten wieder eingespielt. Uraufgeführt wurde er auf der Berlinale 1957. Und er wurde dort und in der Folge nicht etwa als Außenseiterproduktion ignoriert, sondern fand im Gegenteil große Beachtung. Es erschien eine Fülle von ausführlichen Kritiken über ihn. Wieder, die Jüngeren unter Ihnen können sich bestimmt nicht mehr vorstellen, wie viele Zeitungen mit selbstständigen Redaktionen es damals in der Bundesrepublik gab. Er erhielt mehrere Preise und in Filmclubs, bei kirchlichen Veranstaltungen und in Uni-Hörsälen wurden ausgiebige Diskussionen über ihn veranstaltet. Allerdings fiel die Diskussion ausgesprochen kontrovers aus. Da Sie den Film noch nicht gesehen haben und ich Ihr Urteil nicht beeinflussen will, möchte ich jetzt nicht zum Inhalt dieser Kontroversen sagen. Er wird sich für Sie von selbst ergeben. Ottomar Domnick hat nie wieder an den Erfolg von Jonas anknüpfen können, obwohl er danach noch 4 weitere lange Filme drehte. Als Filmemacher geriet er schnell in Vergessenheit. Ich möchte Sie aber doch auf den letzten davon, Augenblicke von 1972, hinweisen. Für mich sein bestes Werk. Das ist ein früher Essayfilm über Umweltverschmutzung, komponiert aus zeichenhaften Bildern, in denen sich die Zerstörung der Natur durch den Menschen beispielhaft niedergeschlagen hat. Im Jahre 2016 ist Nikolaus Geierhalter mit seinem neuen Film zum Beispiel nicht weiter. Nicht zu vergessen der Vorfilm aus dem Jahre 1962, Kommunikation, Technik der Verständigung von Edgar Reitz. Das ist der Edgar Reitz von Heimat. Er war damals Regisseur und Kameramann von Industrie- und Werbefilmen. Was unter günstigen Bedingungen in diesem Rahmen an avantgardistischer Formensprache möglich war, zeigen exemplarisch dieser Film und noch mehr im folgenden Jahr Geschwindigkeit, ebenfalls von Reitz. Tatsächlich entstand seit den 20er Jahren, also von Anfang an, ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil der Avantgarde-Filme als Werbefilme. Von Walter Ruttmann und Hans Richter über Len Ley bis zu Peter Kubelka. Was es politisch und künstlerisch zu bedeuten hat, wenn sich die fortschrittlichen Fraktionen des Kapitals mit den fortschrittlichen Fraktionen der Kunst verbünden, wäre einer separaten Beschäftigung wert. Vielen Dank.